Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Hier tollen unsere Freunde die Äffchen herum. Wir sind so niedlich und ich glaube, ich werde mit unserem besoffenen Ureinwohner Borbor mitgehen. Samogaya. Das ist laut. Moment einmal kurz. Wenn du mir den Weg zeigst, begleite ich dich. Kannst du mir zeigen, wie ich so viel zaubern kann wie du? Ja, genau. Das eigentlich? Wenn du mir den Weg zeigst, begleite ich dich. Das ist total. Da du noch nie in Camper de Kila warst, werde ich dir Weg zeigen. Bobo kann kaum gerade stehen. Wie soll Bobo alleine kämpfen? Ich würde dir geben Gold, wenn du mich bringst in Lager de Kila. So, ich habe jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das haut so hin. Lass uns zum Lager der Kieler aufbrechen, bitte. Lass uns zum Lager der Kieler aufbrechen. Gut, gut. Du musst wissen, dass viele Spinnen auf Kieler unterwegs. Gott sei Dank. Diese Tage sind gefährlich. Ja, ja. Bobo froh, dass Gucho ihn begleitet. Schön, die werden sterben. Ja. Ich hoffe sehr. Ich dachte, dass da drüben wäre eine Schlange. Hau. Dabei ist das. Friss mich nicht. Ein Gorilla. Was wollte ich sagen? Ich dachte, da drüben wäre eine Schlange. Mortau Kabuki. Hallo. Au. Oh, du Heilige. Ja. Bitte. Das wäre mir ganz lieb. Ich mal helfen, wenn ich lieber komme. Ui. Au. Ich sollte mal was saufen. Au. Au. Zack. Au. Dankeschön. Au. Eine Größe. Kämpfen. Jawohl. Oh, ist gut. Jawohl. Mautau. Ja, Mautau. Wir dürfen ein Gorilla-Fell mitnehmen, weil wir haben ja letztens gelernt, Felle zu entnehmen. Ich wollte jetzt gerade ins Gorilla-Lager glubschen. Da war's, genau. Ach, du liebe Zeit. So. Affenstatue. Also ich dachte, die hat was ausgelöst, aber hat uns der liebe Bones geheilt. So. Hä? Komme ich hier hoch? Ich wollte nochmal klubschen. Nein, das ist keine gute Idee. Tschüssi! Bin schon weg. So. Die Maki-Bären nehmen wir mit. Ja, ich komm ja schon. Karaka, das ganze Gelaufe macht mich drehen im Kopf. Was im Namen der Hike macht ihr Guchos mit euren Köpfen? Ich fühle mich wie von Horde Gorillas gegessen und ausgeschieden. Oha. Das ist dann kein gutes Gefühl, ne? Was sind die Hike? Du packst das schon. Lass uns weitergehen. Was sind die Hike? Hike sind die Geister unserer Ahnen. Sie sorgen dafür, dass Bobor bestraft wird. Oh. Sie bestrafen mich dafür, dass ich heimlich beobachtet habe andere Menschen. Sie bestraften mich mit dem, was du nennst Schnaps. Du packst das schon. Lass uns weitergehen. Puh, wird noch schwerer Marsch. Na gut. Ich wollte mir jetzt gerade eine Pause gönnen, nämlich. Drum habe ich mich gequatscht. Ganz da viele Spinnen. Die Spinnen. Die sind aus dem Ball. Zeig mir sein Blut. Ich sollte mal was essen, was trinken. La. So, du Kerl. Jawohl. So. Zack, au. Zack. Oh, danke, Bones. Die müsste aber gleich mal hin sein. Die will ich aber zuerst. Au. Killen eigentlich. Au. Ja. Du mich auch. Au. Sauspin da. Herrschaftszeiten. Ja, Raka. Das ist wirklich was zum Raka hier. Geh ein, jetzt einmal du.
Ekelhaftes Mistviech. Schlag zu! Ja, du eh schon. Ah, oh, wie ist es? Ein Geziefer, dreckiges. So. Eine Ente, schau, wie lieb. Ja, hallo. Oder bist du eine Ente? Tatsächlich. Quack, quack, quack. Gehörst du jemanden? Ist die hübsch? Ich wollte schauen, ob ich was looten darf. Wir bleiben zusammen, ja, Roshi. Ja, das wäre mir auch recht. Nein. So. Aha. Aha. Okay, da gibt es wieder viel zu entdecken, glaube ich. Da haben wir einen Gorilla, der den Schirmi gerade näht. Die Ente lasse ich auch am Leben. Schafauge. Hauk, gehen wir. Aha, geht da lang. Noch eine Ente, oder ist es die gleiche? Kein Proviant. Ich dachte, den Pilz könnte ich mitnehmen. Nee, komm nee. Mit mir, gut lass hier eine Markibeere. Den nehmen wir mit. So. Ja. Äffchen. Schädelblüte. Dies ist Wasserstelle der Kieler. Aha. Bobo muss machen Pause. Quatsch nicht, lass uns weitergehen. Okay, machen wir eine Pause. Ja, ist besser. Okay, machen wir eine Pause. Sag Bobo einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ich glaube, der Typ pennt uns gleich im Stehen ein. Du weißt ja, ein Arschtritt kann manchmal Wunder wirken. Alter. Zu viel Palaver und zu wenig Schlaf. Bobo liebt Pausen. Das tun wir alle. Das tun wir alle. So, was haben wir denn da? Können wir plündern eigentlich? Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger. Wenn wir das hier stibitzen. Golderz und Spitzhacke nehmen wir gerne alles das mit. Das Spiel des Wassers ist geradezu hypnotisch. Findest du? Dann werden wir auch wegpennen, oder? So. Bobo, wen haben wir denn hier? Asali. Hallo. Capuscheco Guccio? Ja? Na, wenn du so fragst, ich wollte... Schweig! Ihr Guccios nehmt euch, was Gaia uns zugesprochen hat. Unser Vieh, unser Wasser und unser Oro. Oro? Was soll das denn sein? Keine Sorge, ich will weder dein Vieh noch sonst was. Was bitte? Oro? Was soll das denn sein? Oro sind goldene Steine von Berg. Guccios haben große Gier in Augen, wenn Asali berichtet von Oro. Wir Kieler brauchen Steine für Schmuck und um die Ahnen friedlich zu stimmen. Ja, das sehen wir. Und Jade vor allem auch. Keine Sorge, ich will weder dein Vieh noch sonst was. Keine Sorge, ich will weder dein Vieh noch sonst etwas. Großes Palaver. Guccios stehlen, wo sie können. Wenn du willst Beweis, geh in unser Dorf. Unsere Tonkas haben einen von euch gefangen genommen. Aha. Schon bald wird er unserem Orakel geopfert. Schön. Erzähl mir mehr über den Gefangenen. Vertrau mir einfach, ich tue euch nichts. Nein, nein, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr über den Gefangenen. Asali weiß nicht viel über diesen Guccio. Falsche Augen, falsche Wörter. Geh in unser Dorf, wenn du mehr wissen willst. Okay. Vertrau mir einfach. Ich tue euch nichts. Ich müsste in dein Herz blicken können. Ist es rein? Sprichst du die Wahrheit? Rausreißen wäre eine Idee. Das lassen wir mal schön bleiben. Das muss doch auch einfacher gehen. Bring Asali ein Zeichen der Freundschaft. Und ich werde dir trauen. Außerdem wird Asali Guccios gestatten, hier Wasser zu holen. Das ist aber nett, das ist... Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Freundschaft beruht nicht auf Gegenleistung, sie beruht auf Vertrauen. Wie soll das Zeichen der Freundschaft ausschauen? Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Kann ich deine Freundschaft nicht einfach kaufen? Also wir haben, glaube ich, viel zu wenig Silberzunge. So gut bin ich auch nicht. Das heißt, wir werden... Wie soll das Zeichen ausschauen? Wie soll das Zeichen der Freundschaft aussehen? Das herauszufinden ist Teil deiner Prüfung, Guccio. Na komm schon, ein kleiner Tipp.
Taono Kabuki Shikakachi Oro. Moment, genau. Das soll ein Hinweis gewesen sein? Oro, Gold. Na klasse. Das ist irgendwas mit Gold. Oro wissen wir schon, das ist Gold. Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Yalla yalla. Die Hike werden dich beobachten. Kann ich deine Freundschaft nicht einfach kaufen? Kann ich deine Freundschaft nicht einfach kaufen? Oh no. Freundschaft kauft man nicht. Mhm. Ich würde sie mir auch was kosten lassen. Oh no. Ach komm schon. Jeder hat seinen Preis. Alter. Gucho ist hartnäckig. Das gefällt Asali. Gut. Wenn Gucho bringt Passabi Oro, Asali wird akzeptieren. Sehr gut. Freundschaft kaufen 700. Nee. Vielleicht wissen die Piraten, was unter einem Zeichen der Freundschaft zu verstehen ist. Ja, vielleicht. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Alles klar. Was haben wir denn noch hier? Fusel. Expedition 2. Aha, den müssen wir selber lesen mal. Da haben wir zu wenig. Wasser trinken mal anständig. Da drüben sitzt ein schöner Papagei. So. Der ist jetzt weggeflogen. Ich dachte, da wäre vielleicht was. Schaut nicht so aus, ne? Ich würde mal sagen, wir speichern das Ganze. So. Ja, bitte. So, Maki-Beere. Ich begrüße Scheiß Sie. Scheiß Wetter, scheiß Fressen, scheiß Eingeborene. Ich glaube, der hat miese Laune. Hallo. Mann, geh jemand anderem auf den Sack. Hallo? Ui. Aha. Ja, jemand anderem auf den Sack geht. Ich glaube, wir haben diesen jemand gefunden. Alter. Alter. Na! Der Trottel greift einfach den an, ne? Idiot. So. Wenigstens mal eine bekommen. Wenigstens mal eine bekommen, wollte ich jetzt sagen. Die andere hat der Pirat uns umgehauen. Ja, ja. Du mich auch. Eine Blaukralle. Zwei Blaukrallen wahrscheinlich. Ja. Zack. Zack. Ja. Zack. Alter! Da. Geh ein da jetzt. Ja. Tschüssi. Kompletten Rügel. Den Hügel runtergefallen. Der andere glaube ich auch, ne? Ja. Na gut, dann machen wir zuerst den einen, dann den anderen. In der Hoffnung, dass die jetzt auch ein Fell oder so haben. Wahrscheinlich nicht. No, die haben nichts. Krallen wahrscheinlich eher. Na gut. Uck, uck, uck. Ich schau trotzdem nochmal rauf hier. Da ist halt was gestorben. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was für uns. Nein. Nix. Okay. So. Hoppala, das wollte ich gerade auch nicht. Ja. Hier ist auch nichts versteckt. Nein, weil wir haben es ja mit Piraten zu tun. Da dachte ich nämlich, vielleicht hat hier irgendjemand ein Goldsäckchen versteckt. Was natürlich zur freien Entnahme ist. Ich muss mal auf die Quest schauen. Was haben wir da jetzt eigentlich für eine ausgerüstet? Die hier. Jägerschnapsbrenner wird da oben. Da wäre die Höhle, dass wir wieder hier rauskommen, ne? Hier. An dem Strand. Ich würde sagen, keine Ahnung. Hier war jetzt Höhle, ne? Halt alles voll Spinnengedier, ne? Ich bin leicht unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen.
an. Warum müssen wir hier abhängen? Aber jetzt sind wir da lang gezeigt, also hier rauf. Ich würde mal sagen, ich probiere es mal hier hoch. Wo ist mal ins Dorf zu kommen? Oder warte, ist eine Pause schon zu Ende? Das könnte man auch fragen. Oder müssen wir einmal kurz über Nacht bleiben? Das könnte auch sein. Hallo? Wie ist es bei euch im Lager so? Wie ist es bei euch im Lager so? Leben bei uns Kieler ist einfach. Aha. Wir haben unsere Muleke, die sich kümmern um Sammeln von Pflanzen. Die Tonka beschützen uns vor Gutschuss, wie dir. Und unsere Tufas jagen das Fleisch zum Essen. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Na gut, auch wenn Bobos Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Sind wir bald da? Ja. Wie weit ist es noch? Ja. Ich komme mir gerade vor wie so ein Quälgeist. Ui. Dieser steinerne Torbogen verbindet Tradition und Moderne. Redest du von den Piraten und den Eingeborenen? Nein, ich rede von einer Pulle rum. Natürlich rede ich davon. Hey, lass das! Okay, das geht schon zu besiegen, das ist gut. Ich kann nur jetzt leider keine... Wow, au. Keine Hörner nehmen, wollte ich sagen. Zack. Au. Zack. Scheiß Riesenviecher. Rammer tot, aber Zunge und rohes Fleisch haben wir bekommen. Das ist ja schon besser als nix. Ah, da unten könnten die Eier sein von den Feuervögeln. Gehen sie jetzt alle mit? Na, nicht wirklich. Aha, das müssen wir später machen. Okay. Ein wenig später. Mhm. Hauk, gehen wir. Ja. So. Komm mit mir, Gucho. Ja, wir bemühen uns. Warte, hier sind zwar ein paar Leichen, aber, also Skelette besser gesagt, aber das Schafauge wollte ich jetzt mitnehmen. Dapsel. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Das wäre mir ganz lieb, ja. Ich tue nur ein bisschen die Gegend anschauen. Ist nicht schlimm, nicht. Oder? Da. Na, Krallenäffchen. Bam. Zeig mir sein Blut. Bam. Zack. Und hin ist er. Eine Maki-Beere. Oh. Bobo. Müde. Das heißt jetzt was? Wie? Was? Bobo kann nicht mehr. Du, Bobo, tragen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Lass uns weitergehen. Dein Ernst? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gucho ist gemein. Wir aber bald da in Lage der Killer. Bobo, ein starker Tufa. Ich werde es schaffen. Na, hoffentlich bringen wir ihn jetzt nicht damit um, ey, wenn der schon so fertig ist. Komm mit mir, Gucho. Ja. Jetzt mache ich mir schon bald Gedanken, dass der uns dann im Lager krepiert, oder dann kriegen wir Ärger. Rakas, kämpfe! Zack, ein Feuervögelchen. Zack, au. Bei uns, du darfst auch mal. Ja, Raka, immer Raka. Zack. Da. Jawohl. Wenigstens feuert er uns an. Ein Vieh weniger. Passt. Bitte, darf ich haben dein Fleisch? Wir bleiben zusammen, Hoshi. Der hat nicht einmal Fleisch für uns? Mistviech. Nimm mal die Blutwurzel mit. Ist ja unglaublich. So. Hauk, halt. Gehen da wir. War was? Eine Maki-Beere. Ich hab gewusst, ich hab was gesehen. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Ja, bitte. Mhm.
Hier sind viele Erze. Hier ist das eigentlich gar nicht mal so hässlich, ne? Gehen wir. Camille, hallo. Gabriella, Guccio. Ja, genau. Du passt sicher auf deine Gemeinde auf, ne? Du passt sicher auf eure Gemeinschaft auf. Tschi, und das erfüllt Camille mit Stolz. Aber es gibt auch unter uns Kieler jene, die sich nicht als würdig erweisen, ein Tonka zu sein. Da. Nimm darum Camils Rat an. Ehre, was dir gegeben, bevor jemand anderes es sich nimmt. Die Gesichtsbemalung ist auch lustig, ne? Der hat jetzt, glaube ich, keinen Bart. Das ist reine Gesichtsbemalung, ne? Auch nicht schlecht, oder? Was kannst du mir über deinen Stamm erzählen? Guccio möchte mehr wissen über Kila? Gut. Doch ich warne dich, hör Camille genau zu. Was ich zu erzählen habe, ist wichtig. Begegne meinen Worten mit Respekt oder die Hike werden dich strafen. Jetzt schieß schon los. Okay, ich glaube, ich habe genug. Jetzt schieß schon los. Ja, bitte. Geduld, Guccio. Du wirst lernen müssen, Camils Worte zu achten. Wisse, dass wir Kila dem Urteil unseres Chakas und dem Rat des Orakels folgen. Unser Chaka richtet sein Urteil dabei nach dem Gebot der Hike. Sie wachen von der anderen Seite über uns. Interessant. Und weiter? Interessant. Und weiter? Wir Tonka sind Krieger und tragen den Kampf in uns. Und die Tufas sind Jäger und lernen noch. Unsere Muleke, die Sammlerinnen, kümmern sich um die Ernte. Und unsere Kiki wirken mächtiges Voodoo. Okay, ich glaube, ich habe genug. Chi, es ist deine Entscheidung. Okay, Taschendiebstahl ist zu wenig. Tschüssi. Wir sind da. Dieses Danke. Lager der Kila. Bobo, jetzt gehen schlafen. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Ah. Na, danke, dass du mich hergebracht hast. Danke, dass du mich hergebracht hast. Nein, Guccio mir nicht danken. Ich danke dir, du mich begleiten auf diesem Weg. Auf Reise, die mir auferlegt wurde von den Hike. Bobo hoffen auch Guccio hat gelernt aus dieser Reise. Bobo, jetzt gehen schlafen. Gute Nacht, Guccio. Yes. So. Hervorragend, da würde ich sagen, schauen wir uns doch mal um hier, ne? Hallöchen. Ein Wasserfass. Ich glaube, trinken wir mal einen Schluck. Bin eh schon wieder durstig, ist so warm hier. So. Dann. Sollte ich das machen? Eine 60er-Truhe, 40er-Truhe. Ah, das müsste aber gehen, oder? Kompliziertes Schloss. Ach so, war ich zu wenig. Okay. Die Expedition 3, den Silberteller, den Krug, die Voodoo-Puppe, Puschel. Hä? War das ein Puschel, welches ich letztes Mal bekommen habe? Ich komme ins Dorf und nehme gleich mal alles mit, was ich hier finden kann. Die armen Dorfbewohner, die haben das sicher. Die wollten da sicher hier Sachen spenden irgendwie. Und ich, also für den Gott und so weiter. Ne? Und ich raub die gleich mal komplett aus. So gehört sich das. Ja, das nennt man Gastfreundschaft, ne? Aber warte mal. Ist das jetzt noch dasselbe Dorf? Na, oder? Wo wir Chani gefunden haben? Glaube ich nicht, oder? Schaut so anders aus. In mühsamster Kleinstarbeit hatte ich die kleine Steinplatte zusammengetragen. Dort stand fast alles zur Benutzung von Runenmagie. Oh. Ich habe sie schließlich zu den Magiern nach Taranis gebracht. Schön. Vielleicht kann ich sie ja doch noch von der Macht der Runen überzeugen. Das merke ich mir. Ja, ich möchte ja Magier werden. Wenn es noch nicht zu spät dafür ist, ich glaube nicht, weil, ich wollte schon immer mal Magier spielen in einem Biranha-Bite-Spielchen. Bei Gothic habe ich es ja noch nicht gemacht gehabt. Da waren wir Söldner, da waren wir
Drachentöter. Wir waren bei Elex, waren wir zwar Berserker, aber da habe ich die Magie jetzt auch nicht so genutzt, wie ich es gern gehabt hätte. Vielleicht klingt es mir hier. Wobei Pirat sein ist auch cool. So, Goldklee, Jadestein und Zähnchen. Alles mitnehmen. Vielleicht, wenn es im Let's Play ausgeht. Ja, beides meistern, unter Anführungszeichen. Aber, ja, mal schauen. Ein Meißel, eine Goldpfanne. Da haben sie die Bretteljausen auf dem Tisch. Mh, lecker. So. Dann würde ich sagen, wir quatschen mal, oder? Mit den Leuten. Hallo, den hier. Warte, machen wir zuerst mit ihm, ne? Hallo, Ixil. Willkommen, Gucho. Servus. Nanu, warum so freundlich? Ixil ist nicht wie seine Brüder. Sie sind voller Misstrauen. Aber Ixil weiß, dass Gucho ist gut für Geschäfte. Du treibst Handel mit den Piraten? Du treibst Handel mit den Piraten? Tji, warum auch nicht? Guchos haben viel Gold in den Taschen. Auch wir Kieler lieben Gold. Außerdem ergeben sich aus einem Handel viele Vorteile. Aha, Vorteile beim Handel mit Piraten? Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Von welchen Vorteilen sprichst du? Ja? Von welchen Vorteilen sprichst du? Nichts, was für dich interessant wäre, Gucho. Ixil sieht lediglich einen persönlichen Vorteil. Dieser wird Chakahirutu zeigen, dass Ixil ist fähiger als alle Tonkas zusammen. Aber genug. Ohne Palaver mehr über Geschäfte. Ixil hat zu tun. Alles klar. Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Gut. Gucho will noch mehr Worte loswerden. Ixil berät Chakahirutu und vermittelt zwischen Guchos und Kila. Viele Probleme zwischen unseren Völkern. Die Verhandlungen scheinen nicht glücklich gelaufen zu sein. Nun, viele Guchos kennen die Regeln nicht, die Kila ihnen aufzwingt. Sie müssen noch lernen. Wenn du das Ansehen der Guchos auf Dauer steigern willst, wird Ixil dir helfen. Das ist aber nett, klingt gut. Aber wie willst du mir helfen? Das Einzige, was ich steigern will, ist mein Goldvorrat. Na, wie willst du mir helfen? Klingt gut, aber wie willst du mir helfen? Das ist einfach, Gucho. Baraka, der Hüter des verbotenen Tals, bekommt sein Essen von unseren Muleke. Du bringst ihm das Essen und sagst ihm, du hilfst unseren Muleke. Dann wird er wissen, dass ihr Guchos uns freundlich gesonnen seid. Barakas Wort hat großen Einfluss bei Chakahirutu. Erledige diese Aufgabe und Kila und Guchos werden auf ewig in Frieden leben können. Das ist cool. Einverstanden. Ich werde Baraka das Essen bringen. Ja. Einverstanden. Ich werde Baraka das Essen bringen. Gut so, Gucho. Hier, nimm diese Lieferung. Vergiss nicht, Baraka zu sagen, dass Essen von unseren Muleke kommt. Nur dann wird Baraka die gute Geste von Gucho erkennen. Handelst du auch mit mir? Handelst du auch mit mir? Wenn Gucho will, wird Ixil wissen mit ihm handeln. Gegen Gold natürlich. Aha, was will ein Kila mit Gold? Handeln mit anderen Guchos, was sonst? Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Tränkebrauen, Alchemie, Ritualmeister lernen. Tränkebrauen, stelle magische Tränke aus den richtigen Ingredienzien her. Alchemie lernen, Pulver, Salben und Elixiere für alle lebenslang. Bei dir wirken sie besonders gut. Dein Talentwert Alchemie steigert sich um plus 10 pro Stufe. Ritualmeister lernen. Verbessere die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert sich um 50%. Das ist cool, aber so viel Kohle habe ich nicht. Maximal Alchemie lernen. Das wäre nicht so schlecht, glaube ich. Ich habe nicht genug Gold. Aha, nicht einmal für das genug. Okay, tut mir leid, ich kann nichts da. Hallo, Gnädigste. Oha, Gucho. Ja? Ich sehe, dein Geist ist schwach, aber du bist reinen Herzens. Wenn du das sagst. Tsi, ich bin Tenya, Kiki der Killer. Es ist mir eine Ehre, Tenya, Kiki der Kiri. Also bist du eine Hexe, Paul.
Alter! Na. Es ist mir eine Ehre, Tenya Kikidakila. Sei willkommen bei den Kila. Wenn die Ahnen es wollen, wirst du bei uns Hilfe finden. Und was machst du so? Und was machst du so? Ich bin die Weisheit der Kila. In meinen Träumen verbinde ich unsere Welt und die Welt der Hike. So ging es viele Nächte, Sommer und Winter. Und jetzt sprechen sie nicht mehr zu dir? Sie schweigen. Selbst das Orakel hat uns bisher nicht geholfen. Meine Träume sind dunkel. Und unser Dorf ist im Untergang geweiht. Die Schatten sind gekommen. Trink mal einen Rum. Alter, die Schatten sind gekommen. Es wundert mich, dass ich hier noch keine getroffen habe. Jedenfalls noch nicht. Sie sind nahe. Ja. Zu nahe für meinen Geschmack. Lass dich vom Voodoo erfüllen. Es wird dir eine gute Waffe für deinen Kampf sein. Erzähl mir von dem Orakel. Ich sollte aber den Part beenden. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch machen. Wir reden im nächsten Part mit der Hübschen da weiter. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Den nehmen wir noch mit. So, also dann. Tschüssi.